Mein Name ist Robert Klemm und ich stelle heute im Lightning Talk die Erstellung eines ÖPNV-Kartenstils vor. Dieser Stil ist ein gemeinschaftliches Projekt zwischen der BVG und der Werk. Die BVG, eine der größten Nahverkehrsbetrieben Deutschlands, besitzt ein eigenes Kartenwerk. Stand heute. Das Kartenmaterial hat zwei Grundlagen. Einmal wird die Bearbeitung und Erstellung in der Lyrik-Software durchgeführt, was die Datenbasis beinhaltet. In der zweiten Grundlage, das ist für den Print, wird die Datenbasis in Adobe nachbearbeitet und für den Print eben vorbereitet. Aktuell legen hier mehrere Mitarbeiter die Informationen händisch in den zwei Grundlagen ein. Export für die digitalen Produkte ist nicht vorgesehen oder auch manchmal sehr schwierig. Deshalb war oder ist das Kartenwerk nur für die Printkartografie ausgelegt. Jeder, der in Berlin schon Besuch war oder das ÖPNV-Nahverkehrssystem kennt von der BVG, hat diesen Plan schon mal gesehen. An jeder Bushaltestelle, Tramhaltestelle oder U-Bahn-Haltestelle hängt so ein Plan, um den Leuten, den Fahrgästen, die Information zu liefern, wo man ist, wo man hin möchte. Im unteren Beispiel seht ihr quasi einen Standortplan. Hier Brandenburger Tor. Damit kann jeder Fahrgast sehen, wo ist die Bushaltestelle, wo muss ich hin und wo fahren die Linien lang. In Maßstab 1 zu 5000. Aktuell ist aber das Problem, dass die Erweiterung und für einen flächenhaften Maßstab 1 zu 10.000 einfach ein hoher Aufwand ist und nicht fortgeführt wird. Außerdem hat dieses Kartenwerk fünf fixe Maßstäbe, die natürlich die Printprodukte beinhalten. Hier ist die Kontrolle und Erweiterung des Kartenmaterials sehr aufwendig und zeitintensiv. Somit ist es auch nicht automatisierbar alles, was mit der Zeit eben zu tun hat. Aktuell ist auch kein Export möglich in digitale Rasterteils. Das heißt, man muss mühsamlich ein Kartenprodukt erzeugen, das dann wieder konvertieren in ein digitales GeoTIFF und das dann wieder rastern. Sehr zeitaufwendig. Aktuell ist aber auch kein Import von Geodaten möglich, das heißt, um den Sachbearbeiter bei der Datengrundlage zu helfen und zu unterstützen. Das Projekt soll das Kartenwerk aktualisieren und fitter machen. Hier wird QGIS genutzt als Editor und worüber der Sachbearbeiter das Kartenziel konfigurieren kann, die Datenmigration anpassen kann. Grundsätzlich ist aber über QGIS möglich, Daten zu exportieren in die digitale Welt, in Printprodukte oder für den Web. Das kann QGIS. Als Datenbasis für dieses Projekt benutzen wir OSM-Daten für Berlin-Brandenburg, für die Abdeckung, die dann weiter angereichert werden mit Open-Source-Daten. Hinzu kommen natürlich auch BVG-eigenen Daten, die strikt getrennt werden, aber wichtig sind. Das sind ihre Liniennetzdaten. Alle Daten werden in der Postgres-Datenbank aufbereitet und gehalten und sollen natürlich darauf verarbeitet werden. So das Ziel. Hier ein kurzer Überblick. Nur um das Liniennetz zu generieren, ist es wichtig, für die Daten aus verschiedenen Datentöpfen zu migrieren, aufzubereiten und in einen gemeinsamen Datentopf zu überführen. Auch das gewisse Matching ist wichtig, damit wir später für die kartografischen Grundregeln eben die Daten haben und die weiter aufbereiten. Welche Herausforderungen haben wir? Ich habe schon erzählt, wir haben komplexe Datenhaltung. Wir haben eine Migration, die sehr komplex ist aus verschiedenen Datentöpfen. Alles muss in ein einheitliches Datenschema überführt werden, zwischen OSM und der BVG-Daten. Natürlich auch eine große Herausforderung die Digitalisierung bzw. Generalisierung für bestimmte Maßstäbe. Hier ist die Datenqualität sehr wichtig und herausfordernd. Alles ist machbar, aber wir müssen natürlich die Daten aufbereiten für den Einsatz nach den BVG-Richtlinien. Hier eine aktuelle Übersicht von der aktuellen Karte. Wir sind gerade dabei, die Anforderungen zu klären, wie wir die Beschriftung machen, durchführen, setzen und aufbereiten. Aber was sofort ins Auge fällt, ist der Farbwiedererkennungswert. Der wurde 1 zu 1 umgesetzt und soll natürlich den Nutzer oder den Fahrgast den Stil der alten Karte
quasi orientieren. Aber grundsätzlich sieht man hier auch schon, die Detailtiefe ist besser geworden und größer geworden. Die sind hier im Maßstab 1 zu 8000 und wir haben jetzt auch Gebäudedarstellung drin, was die Karte beinhaltet. Zusammenfassung. Karte hier aus Open Source Quellen, Datenbasis erweiterbar und so vieles mehr. Negativ an der ganzen Zusammenfassung ist, dass QGIS aktuell nur RGB-Werte exportieren kann und keine CMYK. Das soll aber irgendwann in QGIS als Bugfix oder als Feature erweitert werden und somit kann der Sachbearbeiter ohne Umwegen ein Printprodukt erzeugen.